Danke für den Auftrittsapplaus. Wir haben, möchten etwas zum Klima beitragen, und nämlich zum zwischenmenschlichen Klima und zum politischen Klima. Ein Text, der lange vor, von Heinz R. Unger lange vor 2015 geschrieben wurde. Er hat irgendwie schon geahnt, dass die Willkommenskultur in Österreich ausbrechen wird, was ich ganz toll gefunden habe. Leider geht es im Moment wahrscheinlich wieder in die andere Richtung, zumindest was unseren neuen Bundeskanzler betrifft. Schauen wir? Kältere Zeiten stehen jetzt vor der Tür. Massen von Leuten, die sind nicht von hier. Ich sehe sie da draußen in Mengen sich sammeln. Muss die Fenster verhängen, die Türen verrammeln. Verhängt alle Fenster, verrammelt die Tür. Und weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen Faschisten in mir. Mit begehrlichen Blicken schauen sie her. Der Zaun, der hat Lücken, eine Mauer muss her. Wenn sie auch bedroht sind, die sind nicht wie wir. Und dass sie in Not sind, ich kann nichts dafür. Baut eine Mauer, verrammelt die Tür. Und weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen Faschisten in mir. Die kommen in Wellen von weiß Gott woher, aus Wüsten, aus Höllen und über das Meer. Die sind ohne Zweifel nicht solche wie wir. Das sind arme Teufel, doch das ist nicht mein Bier. Die kommen in Wellen von weiß Gott woher, aus Wüsten, aus Höllen und über das Meer. Die sind ohne Zweifel nicht solche wie wir. Das sind arme Teufel, doch das ist nicht mein Bier. Zeiten stehen jetzt vor der Tür. Massen von Leuten, die sind nicht von hier. Ich sehe sie da draußen in Mengen sich sammeln. Muss die Fenster verhängen, die Türen verrammeln. Verstopft euch die Ohren, verrammelt die Tür. Und weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen, weckt nicht den Kleinen Faschisten in mir. Yeah. Ja, wenn wir das Klima wirklich nachhaltig verändern wollen oder schützen wollen, müssen wir nicht nur die Zigarettenstummeln aufheben oder die Flaschen zurücktragen, sondern wir müssen eine ganz andere Form des Wirtschaftens, weniger Wachstum, überhaupt weniger arbeiten. Ich zitiere einen klugen Mann: Je weniger die Menschen arbeiten, umso mehr Zeit haben sie, sich als Menschen auszubilden. Also Arbeitszeitverkürzung wäre was ganz Wichtiges. Noch dazu, wo viele Leute, das ist auch waldfederliert, weil da geht es ums Holz, wo viele Leute leider einen Job haben, der auch extrem langweilig ist und den sie ihr ganzes Leben lang verrichten. Einen Zusatz von mir. Heute oder gestern, dieser Tage ist Equal Pay Day. Ihr wisst alle, was das ist. Das heißt, die Frauen arbeiten ab jetzt bis zum Jahresende gratis. Ja.
Entschuldigung, aber mit den Haaren und der Flöte geht's nicht. Hat wer Spange mit? Als er ging frühmorgens zum Schlägen in den Schlag, da winkte ihm sein junges Weib vom Haus noch lange nach. Das wird ein langer, langer Tag, ein langer Tag. Und als er kam am Abend, da war er alt und steif. Da wartete am Gartenzaun auf ihn ein altes Weib. Das war ein langer, langer Tag, ein langer Tag. Er selber war gealtert und schleppte sich daher, wie wenn er 90 Jahre schon auf den Krücken wär. Das war ein langer, langer Tag, ein langer Tag. Geschmissen auf die Erden, er hingebrochen lag. Sein Leben war vergangen, so wie ein langer Tag, so wie ein langer, langer Tag, ein langer Tag. Ein Text, der sehr alt ist, von Jura Seufer, geschrieben in den 30er Jahren, aber irgendwie noch immer aktuell, leider Gottes noch immer aktuell. Es geht auch wieder ums Arbeitsleben, hat in den 30er Jahren natürlich anders ausgeschaut als jetzt. Aber wenn der Schule fertig wird. Bitte, in den letzten 20, 25 Jahren sind die Reallöhne der mittleren und unteren Einkommen radikal gesunken. Ja, das muss man auch sagen. Gut, das beschreibt Jura Seufers Lied auch. Nein, ich fange mit dir an. Gut. Aber wenn ich. Thank you.
Ins Himmelblau die Rohstoffpreise steigen, als holde Boten junger Konjunktur. Markt belebt sich schon und schamhaft zeigen sich zarte Triebe börslicher Natur. Und nur ein Kurs hält mit der Ost nicht Schritt, eine Ware zieht im Preis nicht mit und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware Mensch genannt. Der Mensch kommt heutzutage im Durchschnittspreise auf 10 Pfund Sterling nur pro Exemplar. Die Lieferungskosten spart er klugerweise, er liefert selbst sich aus mit Haut und Haar. Nur mit fertig apprätiert, mit seiner Menschenwürde ausstaffiert und bist du Käufer mit den Mitteln knapp, so kauf sie auf Kredit und stottere ab. Kannst du heute und morgen nicht zahlen, kauf ruhig weiter, kauf sie massenweis. Kauf statt mit Geld mit faulen Idealen, der Mensch verschleudert sich um jeden Preis. Denn seinesgleichen gibt es viel zu viele, er weiß es selbst und handelt auch danach und kennt den Kurs im großen Börsenspiele. Der Geist ist billig und das Fleisch ist schwach. Die Rechnung stimmt nicht ganz, du Mann vom Fach. Du überschätzt des Gläubigers Geduld. Hast du kein Brot für uns, hast du kein Dach, stehen fordernd wir vor deinem Rechenpult. Der Schuldner löst den Wechsel niemals ein, die wahre Mensch will nicht mehr Ware sein. Der wahre Mensch will keine Ware sein. Ja, ja, noch ein Lied noch. In Österreich bekam ja einen Staatsvertrag 1955. Nicht deshalb, weil Österreich, wie so lange geglaubt, ein Opferland war. Österreich war ein Täterland, hatte aber allerdings Menschen, die gegen das Hitlerregime gekämpft haben, wie zum Beispiel eine Frau aus Kärnten, eine Kärnten-Slowenin, Helena Kucher. Wir haben sie in den 70er Jahren besucht und sie hat uns die Geschichte erzählt, wie sie immer ins Partisanenlager gegangen ist. Dann musste sie 3 Pfiffe, das kann ich nicht machen. Deshalb heißt das Lied 3 rote Pfiffe, also... So ähnlich war es. Genau, mit diesen 3 Pfiffen hat sie sich zu erkennen gegeben und dann wurde sie eingelassen ins Partisanenlager. Helena Kucher hatte den Spitznamen Jelka, also Partisanennamen Jelka. Daher das Lied von ihr ist auch ein Lied aus der Poletenpassion. Im Kreis ihrer Enkel die alte Frau zeigt mit erhobener Hand auf die Wälder da droben über da drauf. Da haben mich ernannt. Zeig ich euer Land. Jetzt zeige ich euch euer Land. Da droben, da hab ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war. Bei der Christmette mit Glockenklang hing Eis von Rock und Haar, hing Eis von Rock und Haar. Die Bergknappen kamen vom Lindenwirt und flüsterten heimlich mit List, dass sich in der Welt was ändern wird,
nichts bleiben muss, wie es ist. Nichts bleiben muss, wie es ist. Verschwiegene Bäume, verschworener Wein und drei rote Pfiffe im Wald. Die Drau hinunter trieb Mond um Mond, es brach der Faschistenkrieg aus. Da hatte ich dann einen Mann an der Front und hatte drei Kinder im Haus. Und hatte drei Kinder im Haus. Wie tönte da markiger Nazi-Gesang von deutschem Boden und Blut? Manch ein Bursch in die Berge entsprang, ich trug Flugblätter unter dem Hut. Ich trug Flugblätter unter dem Hut. Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt: Partisanen im eigenen Land. Ich trug Geflüster und Brot in den Wald. Sie haben mich Jäger genannt. Sie haben mich Jäger genannt. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffe im Wald. Der Winter war nass und uns wärmte der Hass. Viele sind's, die die Erde heut birgt. Wir haben gefochten da droben am Pass, an unserer Befreiung gewirkt. An unserer Befreiung gewirkt. Der Krieg war vorbei, da war Stille im Land, da waren die Lautesten leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand, ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die alten, die kalten Berichte. Jetzt trampeln sie wieder auf euren Rechten herum. Erinnert euch meiner Geschichte. Erinnert euch meiner Geschichte. Verschwiegene Bäume, verschworen.